Ohne Tram-Tram, ohne Witze. Einfach die Antworten auf die Fragen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich habe das Thema unterschätzt. Ich habe den Rechercheaufwand für dieses Thema gänzlich unterschätzt. Alter Schwede. Das Prinzip, das Grundprinzip ist, um es nochmal zu sagen, alle Menschen in Deutschland bekommen, ohne eine Bedingung anzuknüpfen, ein Grundeinkommen. Ich habe letzte Woche gesprochen von 1500 Euro. Ich habe gemerkt, die meisten Experten sprechen von 1000 Euro. Ungefähr 1000 Euro. Das liegt nicht an der einfachen Finanzierbarkeit, sondern daran, dass 1000 Euro bei der Bevölkerung auf mehr Akzeptanz stößt. Darauf wird das Spiel zurückkommen. Schon das ist krank, aber es ist egal. Oh gut. Alle bekommen dieses Geld. Auch Studenten. Ja, auch Studenten. Auch Auszubildende. Wie gesagt, alle Studenten. Auch Kinder. Alle. Alle bekommen das. Kinder bekommen in den meisten Rechnungen einen etwas verminderten Satz. Ganz einfach, weil die brauchen nicht so viel Geld. Für die muss man eher investieren in Bildung, in Infrastruktur, in Freizeitangebote, so ein Krams. Also sag mal, bei denen ungefähr 500 Euro, vielleicht 600. Auch Flüchtlinge, ja, Rigi, auch Flüchtlinge. Menschen, die diesen dann anerkannt sind, bekommen jetzt schon Geld vom Staat, um hier zu leben zu können. Und das würde sich dann auch nicht ändern. Ja, aber wollen dann nicht alle nach Deutschland? Weiß ich nicht, wollen jetzt alle nach Deutschland? Einige Sachen würden sich nicht ändern. Es wäre immer noch genauso schwer, nach Deutschland zu kommen. Und es wäre immer noch schwerer, hier anerkannt zu werden. Und das liegt nicht an bedingungslosen Grundeinkommen, sondern daran, dass wir immer noch ein menschenverachtendes Asylrecht haben, das wir ändern sollten. Und zwar nicht erst dann, wenn wir das einführen, sondern generell. Wir sollten das generell ändern. Die Frage, die am meisten gestellt wurde, mit Abstand war, ist das finanzierbar? Wie ist das finanzierbar? Die Antwort ist, ja, es ist finanzierbar. Es gibt in Deutschland 35 verschiedene Modelle, die erklären, wie man das finanzieren könnte. International sind es über 100 verschiedene Modelle. Ein Modell davon zu erklären, dauert bei so einem Vortrag ungefähr 90 Minuten. Ein Modell zu verstehen, wie ich gemerkt habe, dauert um einiges länger als 90 Minuten. Ich habe so viel drüber gelesen. Allein, es war wie Vokabeln. Ich musste so viele Vokabeln dann nachgucken. Was heißt denn jetzt das? Was heißt das? Bis ich mit einem Experten gesprochen habe, der meinte, Moritz, warum interessierst du dich so krass für die Finanzierung? Ja, Punkt 1 ist, natürlich kann man das finanzieren. Punkt 2 ist, warum kümmerst du dich so sehr darum? Niemand fragt jetzt danach, oh, wie genau ist denn die Rente finanzierbar, sondern sie wird finanziert. Wenn die meisten Menschen in einem Staat das wollen, dann wird die Regierung sich mit Experten darum kümmern müssen, dass es finanzierbar ist. Wenn ihr jetzt sagt, aber ich will das ganz genau wissen, unten stehen Links, du kannst so nachgucken, ansonsten gib es bei Google ein, wie finanziert man das bedingungslose Grundeinkommen und du wirst auch ein Modell finden, das du magst. Das Einzige, was alle diese Modelle zusammen haben, ist, dass sich alle Experten einig sind, dass bestimmte Sachen wegfallen würden, bestimmte Kosten für den Staat, beispielsweise Arbeitslosengeld 2. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gäbe es so gesehen keine Arbeitslosigkeit mehr. Niemand wäre arbeitslos, weil alles ein Job wäre in Zukunft. Das heißt, man könnte das streichen. Man könnte aber auch den ganzen BAföG-Satz streichen, weil Studenten bekommen ja auch Geld. Kindergeld könnte man streichen, weil Kinder bekommen ja auch Geld. Dadurch würde man schon mal enorm viel Geld einsparen. Das reicht nicht im Ansatz dazu, das zu finanzieren, aber man würde das einsparen. Dann gibt es viele Menschen, die sagen, ja, aber was ist denn mit den ganzen Beamten dann? Die sind dann ja arbeitslos, die ganzen aus dem Arbeitsamt, aus dem Jobcenter. Nee, die sind nicht arbeitslos. Die bekommen ja auch ihr Grundeinkommen. Das heißt, die können ja weiter Geld haben. Abgesehen davon würde man von da an sagen, dass wenn dir das reicht, diese 1000 Euro, vielleicht noch plus die 500 Euro von deinem Kind, dann wäre alles, was du machen willst, dein Job. Wenn du in Zukunft dann also sagst, mein Ding ist es, ich möchte gerne aber Menschen helfen in einem Ehrenamt, dann ist das von da an dein Job. Der Leiter eines Kleingartenvereins, der 20 Stunden lang die Woche 900 Parzellen verwaltet, bekommt im Moment 600 Euro im Jahr. Das ist nicht richtig. Mit dem BGE würde man sagen, du willst gerne, dass andere Menschen Garten haben, geil, dann ist das Geld dafür da. Vielleicht sagt jemand, ich möchte die nächsten Jahre alles rausfinden über das Agrarsystem der Preußischen Republik. Gut, dann ist das jetzt dein Job. Und was viele vergessen ist, einige würden vielleicht sagen, ich will zu Hause bleiben mit meinem Kind. Ich will einfach nur möglichst viel Zeit mit meinem Kind verbringen. Geil. Denn ist das von jetzt an dein Job. Denn ein Job ist das jetzt schon, er wird einfach nicht bezahlt und dann schon. Kommt das
wird das vom Gehalt abgezogen? Nein, das würde keinen Sinn machen. Du bekommst deine 1.000 Euro und du bekommst dann weiterhin dein Gehalt. Ansonsten wäre es kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern dann würde man sagen, wenn du nicht arbeitest, dann kriegst du das Geld. Nein, jeder kriegt das Geld und was du verdienst, kommt noch oben drauf. Ja gut, aber wer würde da noch arbeiten? Das ist die meiste Forderung und zwar auch extrem viele Politiker sagen, ja, denn das kann ich nicht rechtfertigen, der würde den ganzen Menschen nicht mehr arbeiten. Was ist das für ein Menschenbild? Glaubst du wenig, die Menschen sind alle stinkenfaul und würden dann einfach nur noch rumliegen? Leute wurden gefragt, natürlich gab es Befragungen dazu. Wenn du jetzt von heute an 1.000 Euro bekommen würdest, würdest du weiterarbeiten? 80% der Menschen haben gesagt, ja, würde ich. Diese Menschen wurden auch gefragt, glaubst du, der Nachbar würde arbeiten? Und die 80% meinten, nee, ich glaube nicht. Was ist das für ein Menschenbild? Die meisten würden weiterarbeiten, aber wahrscheinlich nicht unter den Bedingungen. Die meisten haben gesagt, ich würde weiterarbeiten, aber nicht so viel. Nicht so viel wie jetzt. Ich mache das, was ich mache, gerne, aber nicht 40 bis 60 Stunden die Woche. Das heißt, was passiert ist Folgendes. Leute würden aufhören, so viel zu arbeiten. Dann ist natürlich die nächste Frage, okay, was ist denn einige Jobs, was ist denn, wie soll man das denn machen, dann gehen die Leute nicht mehr zur Arbeit und was machst du dann? Pass auf, die Rechnung ist ziemlich simpel. Darauf kommt auch die Frage, ob Firmen zusammenbrechen würden. Was war die Frage? Müssten die Firmen nach draußen gehen, weil die Löhne würden steigen oder würden die nach Polen gehen oder so? Nein, würden sie nicht. Für jeden Euro, den du verdienst, muss jede Firma, die dich anstellt, Geld bezahlen, die sie dann nicht mehr bezahlen müsste. Zum Beispiel, du verdienst jetzt in deinem Job 1.500 Euro. Dein Arbeitgeber zahlt aber mit den ganzen Abgaben dazu, Lohn, Nebenkosten, der ganze Krams, zahlt er, keine Ahnung, 2.000 Euro. Jetzt sagst du in Zukunft, okay, pass auf, ich mache das weiter, den Job, aber nicht mehr so viel. Ich arbeite noch 2/3. Dann bekommst du 1.000 Euro von deinem Arbeitgeber und 1.000 Euro Grundeinkommen obendrauf. Das heißt, du arbeitest weniger in deinem Job, hast aber mehr Geld. Dein Arbeitgeber muss dir auch weniger Geld geben, spart aber auch eine Menge Nebenkosten. Das heißt, statt 2.000 Euro zahlt er noch 1.100 Euro für dich und hat somit noch Geld, um die Stunden, die du nicht arbeitest, aufzufüllen mit jemand anderem. Das heißt, es würden Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ganze Prinzip dahinter würde sich auch ändern, denn im Moment ist es so, da ist eine Firma und die brauchen jemanden. Und da ist jemand arbeitslos. Natürlich hat der wahrscheinlich keine Ahnung, was er in dieser Firma machen müsste. Das heißt, er müsste umgeschult werden. Und das zahlt im Moment der Staat. Das zahlen alle wir, die Steuerzahler zahlen, damit der umgeschult werden kann, damit er vielleicht da Arbeit findet. Das würde sich ändern. Firmen bräuchten Arbeitskräfte. Das heißt, eine Firma müsste sich darum kümmern und sagen, pass auf, du hast keinen Job, wir brauchen dich, hast du Bock, das zu machen? Wenn ja, dann bezahlen wir dir das, dass du lernst, was du bei uns machst. Das würde wahrscheinlich passieren. Das wäre genial. Nicht bei allen Jobs. Und die Frage kam extrem oft. Warum soll ich morgens um 6 aufstehen? Warum sollte jemand putzen? Und die Frage ist perfide. Weil sie aufzeigt, dass im Moment es gibt eine Menge Jobs in diesem Land, die keiner machen will. Und wir zwingen Menschen dazu, diesen Job zu machen, indem wir sagen, wenn du das nicht machst, hast du nicht genug Geld zum Leben und deine Kinder würden wahrscheinlich mies leben. Also musst du dieses Klo putzen. Das würde verschwinden, weil die Kloputzfrau oder der Kloputzmann 1.000 Euro bekommt und sagt, warum soll ich dein Klo putzen? Damit diese Person dieses Klo putzt, müsste man ihr einen Anreiz verschaffen. Und es würde dieser Mythos verschwinden von, wer mehr arbeitet und mehr leistet, der kriegt auch mehr Geld. Das ist nicht so. Jemand, der ein Klo putzt, leistet nicht so enorm viel weniger, als jemand, der Wertpapiere hin und her schickt. Das heißt von da an, wenn jemand möchte, dass sein Klo geputzt wird, muss er jemanden finden, dem er sagt, entweder bezahle ich dich fantastisch dafür oder ich gebe dir andere Anreize. Ich spendiere dir zweimal im Jahr einen fantastischen Urlaub oder ich finanziere die Ausbildung deiner Kinder oder was auch immer. Wenn du möchtest, dass dein Klo geputzt wird, dann finde jemanden, dem du vernünftig dafür bezahlst oder vernünftig menschlich behandelst, damit er das macht. Oder mach es selber. Vielleicht wird auch das passieren. Dass sämtliche Mitarbeiter einer Firma wissen, ich will, dass dieses Klo sauber ist. Und ich will, dass auch übermorgen dieses Klo noch sauber ist, weil ich komme übermorgen wieder hierher und da ist niemand, der das sauber macht. Also hinterlasse ich dieses Klo so, dass es sauber ist. Ja, Jesus Christus. Würden Sachen teurer werden? Auch da, nein, wahrscheinlich nicht. Einige Sachen, auch ja, wahrscheinlich schon. Für die Herstellung einer Ware braucht man für jeden Euro, gibt es bestimmte Kosten, die dann wegfallen würden. Ich produziere eine Ware und 50 davon zahle ich natürlich Lohn, Nebenkosten und den ganzen Krams. Das heißt, viele Produktionssachen würden erstmal billiger werden.
Es wäre billiger, eine Sache produzieren, weil auch die Löhne nicht mehr groß ausgezahlt werden müssen, weil Lebenskosten verschwinden. Lest das alles nach. Aber der Punkt ist, einige Sachen würden billiger werden. Natürlich gibt es dann beispielsweise Edeka, die sagt, bisher kostet sowas so viel, Rewe kostet auch so viel. Und Edeka merkt, warte mal, die Menschen haben ja viel mehr Geld jetzt. Dann kostet einfach alles bei uns 20% mehr. Der Punkt ist, dass entweder Rewe sagt, nee, selbst wenn wir die Kosten jetzt gleich halten, die Produktionskosten sind geringer, das heißt, wir machen bei den gleichen Preisen immer noch mehr Geld und würde die Preise gleich halten. Wahrscheinlich würde es sogar einen dritten Supermarkt geben, der sich dann gründet, der sagt, wir können alles jetzt billiger produzieren, das heißt, wir gehen mit den Preisen runter. Ausschlaggebend ist, wo ihr euren Scheiß kauft. Das bedingungslose Grundeinkommen heißt nicht mehr von da an nicht nachdenken zu müssen. Natürlich muss man Preise vergleichen, man muss sein Leben organisieren, man muss gucken, dass ich den Apfel, der einmal jetzt 50 Euro kostet, nicht kaufe, sondern der immer noch so viel kostet wie jetzt. Oder jemand bei jemandem kauft, der sagt, weißt du was, ich gebe dir den Apfel viel billiger, weil mein Einkommen ist es nicht mehr, Äpfel zu produzieren, sondern ich habe einfach Bock darauf, Äpfel zu produzieren. Hier, nimm Apfel. Vielleicht würde das funktionieren. Inflation, gäbe es Inflation? Nein, auch ein Prinzip, das sehr weitschweifend ist. Aber Inflation passiert dann, wenn mehr Geld, wenn mehr Geld kommt. Wenn du mehr Geld druckst, dann verliert nicht das Geld in Wert, weil Geld hat keinen Wert, sondern es gibt eine Ware und es gibt Geld, es gibt mehr Geld, das heißt, die Ware wird geschwächt. Das würde nicht passieren. Es würde kein neues Geld gedruckt werden. Das Geld ist jetzt schon da. Das Geld ist aber woanders. Das Geld ist beim Staat oder in anderen Kassen. Das heißt, das Geld kommt einfach nur früher bei dir an und wird anders verteilt. Es ist krass, dass ich innerhalb von einer Folge 2 Zigaretten rauche. Das ist, glaube ich, eine Premiere. Mieten. Würden die Mieten steigen? Ja, das kann passieren. Klar kann das passieren. Man weiß nicht, was passiert. Deswegen muss man das vertesten. Kann aber auch sein, dass es nicht passiert. Mieten rechnen sich daran, dass an Nachfrage und Angebot. Die Mieten sind in Städten besonders hoch, weil alle in Städten wohnen wollen. Jetzt kann es natürlich passieren, dass die Mieten steigen. Es kann aber auch passieren, dass einige Menschen sagen, ich wurde immer schon aufs Land. Da gab es keinen Job für mich. Jetzt brauche ich keinen Job, also gehe ich aufs Land. Das heißt, vielleicht wird dann eine Wohnung wieder frei, die du haben kannst. Kann aber auch sein, dass einige Menschen sagen, oh, die Menschen haben mehr Geld, jetzt wollen wir viel mehr Geld für unsere Mieten. Dafür gibt es weiterhin einen Staat. Der Staat wird nicht ersetzt. Im Moment gibt es von der SPD aus eine Mietpreisbremse. Die müsste weiter ausgebaut werden, klar. Es muss weiterhin Gesetze geben zur Regulierung von solchen Sachen wie Wucher. Es gibt ein Gesetz gegen Wucher, das einfach seit Jahren nicht mehr angewendet wird. Aber natürlich müsste der Staat darauf achten, dass das nicht ausufert. Jesus Christus. Bekommen Reiche das auch? Ja, Reiche bekommen das auch. Und das war ein Punkt, der mich extrem aufgeregt hat. Norbert Blüm hat was dazu gesagt. Und Norbert Blüms einziges Argument gegen das Grundeinkommen war, wie soll ich denn jetzt einem Typen von der Armut, weißt du, kurz vor der Armutsgrenze, wie soll ich vor ihm rechtfertigen, dass auch die Reichen das Geld bekommen? Das ist nicht gerecht, dass alle das finanzieren, auch für den Reichen, der das nicht braucht. Was ist das für ein dämliches Argument? Zeig mir einen Typen an der Armutsgrenze, dem du sagst, ich würde jetzt 1.000 Euro im Monat geben, aber dem Reichen auch, der dann sagt, dann lebe ich lieber weiter an der Armutsgrenze. Natürlich sollen Reiche das auch bekommen, auch wenn sie das nicht brauchen. Abgesehen davon wäre das auch nur fair, weil diese Menschen in meinem Modell auf jeden Fall definitiv zur Kasse gebeten werden. Das sollte aber auch ohne BGE langsam anfangen. Sowas wie eine Erbschaftssteuer, eine Vermögenssteuer, eine Finanztransaktionssteuer. Das sind alles Sachen, die wahrscheinlich im nächsten Video auftauchen. So sehr habe ich mich darüber aufgeregt. Das heißt, ja, alle sollten das bekommen, auch Reiche. Aber auch Reiche sollten definitiv mehr Steuern bezahlen als jetzt. Apropos Steuern, müssten wir das Steuersystem ändern? In einigen Modellen schon, in anderen nicht. Wir sollten es generell aber tun. Unser Steuersystem ist furchtbar. Unser Steuersystem ist ausufernd und das komplizierteste der Welt. Es gibt verschiedene andere Modelle. Selbst die CDU hatte schon Vorschläge, Merz mit seinem Bierdeckel, sowas einzuführen wie ein lineares Steuersystem in der Schweiz. Das macht viel mehr Sinn. Da gibt es Menschen, die fragen, oh, was ist denn das lineare Steuersystem? Geh zu Google, gib ein lineares Steuersystem. Ich bin jetzt schon bei 15 Minuten, ich kann dir nicht alles erklären. Du bist ein denkender Mensch. Was ist, wenn Menschen mehr brauchen? Menschen mit Krankheit oder Behinderung? Dann werden die mehr bekommen. Ja, aber dann muss man wieder die ganzen Einzelfälle ausrechnen, das kostet wieder Geld. Ja, das ist jetzt auch nicht anders. Menschen mit Behinderung, mit Krankheiten, Menschen, die mehr Geld brauchen, die bekommen jetzt auch mehr Geld. Das würde sich nicht ändern. Das sind dann keine Mehrkosten, das sind einfach Kosten, die wir nicht streichen können. Das ist alles.
Jetzt war das Video so lang, dass es abgebrochen hat. Das ist das erste Mal, dass ich einen Schnitt dran habe, glaube ich. Angst vor dem Übergang. Viele Menschen haben gefragt, okay, was ist, wenn das nicht funktioniert? Digi, wer verspricht dir, dass das, was wir gerade machen, in 10 Jahren noch funktioniert? Niemand weiß das. Das ist alles eine Idee. Mehr ist es nicht. Und alles, was ich verlange, ist über die Idee zu reden. Jede Partei hat Befürworter. Die Linke hat welche, die Grünen haben welche, die SPD, die CDU, die CSU, alle haben verschiedene Befürworter. Man muss nur über diese Idee reden. Und man muss sein Menschenbild dafür verändern. Man müsste seine Definition von Arbeit müsste man verändern. Wir sind alle damit aufgewachsen, wer mehr leistet, kriegt auch mehr Geld. Vielleicht gibt es dann immer Menschen, die sagen, nein, du lebst und wir haben genug Geld, also sollte jeder Geld bekommen. Und zwar jeder hat das Recht, genug Geld zu bekommen, um davon zu leben und dann zu entscheiden, was er machen möchte. Viele würden, wie gesagt, weiter arbeiten, weil 1.000 Euro ist auch nicht so viel. Wenn du was mehr haben möchtest, ja, dann such dir einen Job, mach das. Ich will doch nur, dass man darüber spricht und zwar nicht so wie jetzt. Nicht, dass man bei Lanz Frau Kipping von den Linken einlädt, die dafür ist und 6 dahinsetzt, andere, die dagegen sind und dann wird sie 1,5 Stunden niedergebrüllt für jede Idee und ausgelacht, sondern lasst uns doch einfach darüber sprechen. Wenn ihr mehr wissen wollt, hier unten sind eine Menge Links, es gibt sowas wie Internet, man kann das nachlesen. Ich hoffe, ihr habt, es ist utopisch lang, ich hoffe, ihr habt das geguckt und ich hoffe, es ist auch heute so, dass einige Leute danach denken, oh, das hat mir den Montag versüßt, weil das schreiben ganz viele. Punkt ist, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen müsstest du nicht mehr hoffen, dass das hier deinen Montag versüßt, weil du wahrscheinlich jetzt in irgendeinem entweder beschissenen Job sitzt oder in einem anstrengenden Studium, das du eigentlich nur deswegen machst, weil du meinst, oh, ich brauche genug Geld, eigentlich will ich Maler sein, aber ich muss jetzt BWL studieren. Müsstest du nicht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen.